So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdardum zu einem weiteren Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ja, hier aus dem Mali-Tiergarten, wo wir im letzten Part aufgehört haben, mit einem etwas kindlichen Kampf, einem etwas kindischen, kindlich ist ein anderer Begriff, schlagt in einem Duden nach, wenn ihr es mir nicht glaubt, ein sehr kindischer Kampf, ja. Den haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt geht's los in den nächsten Part, Pokémon Sonne. Natürlich wie immer nachts, wann auch sonst, wann sollte man auch ein paar Sonne drehen als in der Nacht. Ja, wir machen uns mal auf den Weg und gucken mal, wo uns der Part heute hinführt. Oh, hier ist ein Polizist, dann sprechen wir mal mit dem. Es wird langsam dunkel, da sollte man sich wirklich an Polizisten halten, das ist vielleicht nicht so falsch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt einfach irgendjemanden den Weg erklären. Egal wohin. Gehst du von hier aus nach Norden, gelangst du zur Bibliothek. Im Westen geht es zur Route 10 und im Süden liegt Route 11. Puh, das hat gut getan. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Polizist. Gut. Ja, ich bin ein wenig erkältet. Deshalb hier noch einmal in der letzte Harz-Pokémon-Sonne, bevor ich meine Stimme verliere. Nee, das will ich mal nicht hoffen. Route 11, ein ruhiger und aufheiternder Weg. Na dann, das wird bestimmt helfen. Ein ruhiger und aufheiternder Weg. Na, ein kleines Kindchen. Wuhu, und es fordert uns direkt heraus. Mein Verlusi ist... Wenn wir Lucy und ich machen jetzt ernst, nur damit du Bescheid weißt. Ja, ich darf meine Stimme also heute eigentlich nicht so stark strapazieren, also scheiß drauf, wir machen es einfach volle Power, wie in anderen Part. Wie auch schon. No risk, no fun. Das ist auch der Sinn von Pokémon-Kämpfen. Wie diesem hier. Pichu Level 29 gegen einen Verlusi Level 26. Und wir riskieren es weiterhin. Sehr risky-disky, aber... Wie bereits gesagt... Ohne Spaß nichts los. Ich versuche mal das hier. Habe ich auch noch nie gesehen. Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe jetzt jedem Team Pokémon einen Selbstkristall gegeben, sodass jetzt jedes Teammitglied rein theoretisch seine Z-Attacke einsetzen kann. Das ist hier Giga Wild, Funken, Salve oder so ähnlich. Und noch eine zweite. Also jedes Team Pokémon kann nun eine Z-Attacke einsetzen. Theoretisch dadurch, dass es, wer weiß, bei manchen nicht möglich ist, dadurch, dass sie vorher besiegt werden. Ist halt nur theoretisch. Aber wie es dann in der Praxis aussieht, weiß ich nicht. Aber die Praxis von diesem Kampf sieht gerade sehr gut aus. Ben scheint sogar sehr gut dabei zu sein. Ist halt heute voll mit dabei. Er scheint es sogar zu schaffen. Sachte, sachte, Zwergi, bevor du das sagst. Normalerweise immer, wenn ich sage, ich schaffe es, schaffe ich es dann doch nicht. Dann kommt ein entscheidender Hieb und dann ist das Ganze vorbei.
Naja, scheinbar hat es diesmal wirklich geklappt. Na, dann sind wir gerade mal noch so gut davon gekommen. Vorschüler Lasse. Dabei ist es doch so kuschelig weich. Zwergfürst gewinnt 312 Pokédollar und geht natürlich, wie soll es auch anders sein, siegreich aus dem Kampf gegen den Vorschüler Lasse hervor. Immer doch. Tipps für Trainer. Manche Set-Attacken erhöhen einen oder mehrere Statuswerte eines Pokémon, wenn es von Set-Kraft umgeben ist. Okay, das finde ich schon mal toll. Noch ein Pokémon-Kampf? Nein. Wäre übrigens ein Trainerkampf gewesen, kein Pokémon-Kampf. Du findest das Item Flottball. Flottball wurde in der Itemstasche verstaut. Na dann. Oh. Wollte gerade sagen, weiter geht's, aber hier ist ein Zygarde-Würfel. Oh. Hier scheint es weiter zu gehen. Hier ist doch so ein Tor, wo es hier mit die ja, Insel-Herausforderung schaltet das frei. Schaut in den ersten Parts nach. Da hat man es ganz demonstrativ gesehen im Tutorial. Hallo da, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Dann lass mich mal sehen, wie viele Setkristalle du bisher gesammelt hast. Oh, ganz viele. Ziemlich viele. Das muss ich vielleicht mal zeigen. Im Menü kann man das super sehen. Das ich leider nie einblende. Vielleicht komme ich ja mal dazu. Ah, dieses strahlend leuchtende Gelb. Das muss ein Voltium-Set sein. In Ordnung, dann öffne ich die Barriere für dich. Vor dir liegt eine Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Oha, da grusel ich mich aber wirklich vor. Ich wünsche dir viel Spaß. Joa, kommen wir jetzt hindurch. Inselwanderschaftsschild. Drückst du im Bericht eines Pokémon den Y-Knopf, erscheint ein Diagramm, das dir verrät, wie stark seine Basiswerte ausgeprägt sind. Im Diagramm haben wir gerade Mathematikunterricht. Zu Genüge. Dieser Tipp wurde präsentiert von Captain Chris, der oft mit Fragen zu diesem Thema gelöchert wird. Okay, wurden mir gerade von einem Grundschüler scheinbar erklärt. Oder was ist Chris? Eine unwegsame, felsige Route. Oha. Da freue ich mich doch drauf. Oh, ist das das, was ich denke? Ist das die Route von der Demo-Version? Ich glaube, das ist die Route, die wir auch von der Demo-Version kennen. Na, dann wird das geil. Hey, Zwergfürst. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ulla Ulla bereist man am besten auf dem Rücken von Pampros. Und das kriege ich jetzt natürlich geschenkt. Nein, nicht geschenkt, aber als ihr wisst Bescheid. Du hast mir auf Akala sehr geholfen. Als Dankeschön würde ich dir gern Pampros über den Mobilfunk zur Verfügung stellen. Pokémobilfunk. Ich wollte jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Handydarsteller machen. Komm schon, nur keine falsche Bescheidenheit. Pampros kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Das hätte ich eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Malihe City machen sollen. Aber Lillys strahlende Schönheit hat mich geblendet. Ich habe es einfach verschwitzt. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Ah. Ich komme jetzt also ohne Pampros nicht weiter. Gut zu wissen. Zur nächsten Prüfungsstätte kommst du übrigens, wenn du hier immer geradeaus und dann weiter zum Dorf der Kapu gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Na dann, reiten wir ein bisschen das Pampros.
Und es soll angeblich auch noch super stark sein. Aha. Scheinbar kann ich ohne Pampros über diese Felsen nicht rüber. Und du findest das Item Feuerheiler. Feuerheiler wurde in der Medizintasche verstaut. Kannst du ja gleich mal ausprobieren. Ob ich darüber komme. Ich komme tatsächlich nicht drüber. Oh, noch ein Zigarrenwürfel. Hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Ja, keine Ahnung, wann war. Ja, mich würde es mal interessieren, wann ich mal die Gelegenheit bekomme. Hier kann ich wieder nicht weiter. Brauche ich wieder Pampros. Warum bin ich überhaupt abgestiegen? Ja. Wann ich mal die Gelegenheit bekomme, einen Zygarde zu fangen, oder? Irgendwie, och nein. Nee, ich laufe gleich wieder zurück, das Team Skull. Kein Bock drauf. Nein. Danke, aber nein, danke. Kann ich hier irgendwo irgendwie drumherum? Hey, das geht sogar. Ich kann Team Skull umlaufen. Da sagst du, ich kann tatsächlich Team Skull umgehen. Alter Schwede. Ein Elikit erscheint. Das ist nice, aber danke, nein, danke, wir sind schon 6 plus, nicht, also stimmt schon, wir sind schon 7. Tut mir leid, ich brauch dich nicht, wir sind schon 7. So. Erzwärmekraft der Route 13, ist das nice. Wir konnten Team Skull umgehen. Hier ist ein Item versteckt. Das holen wir uns natürlich gleich. X-Angriff. Okay, hätte ich darauf verzichten können. Oh, auch das können wir umgehen. Brauche ich gar nicht Pampros einzusetzen. Nicer, nicer, was man hier alles umgehen kann. Der will scheinbar nicht kämpfen, da dort. Küste von Ula Ula. Na dann. Hier gibt es auch noch einen Zygarde-Würfel. Oder eine geheimnisvolle Lebensform. Der Zygarde-Würfel absorbiert das. Oh, was machen hier die Fleckmons? Moin, moin. 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 Fleck. Flick! Das sind aber verdammt viele Flickmons. Moon! Und was sagt er? Flick! Streich in der Nord, fangen verboten. Sämtliche Flickmon hier am Strand unterstehen dem Schutz der Behörden der Aloda-Region. Alles da, ein Streich hier zu. Und was ist das? Ein Pokémon, das gerade Beeren gefressen hat, springt auf dich zu. Das sollten wir eigentlich fangen. Aber ich bin kein so Krebs-Fan, dass mir jetzt unbedingt dieses Krabbox fangen müsste. Krabbe übrigens. Na gut. Vielleicht später. Ah, noch eins. Noch ein Krabbox erscheint. Nö, nicht wirklich. Kein Interesse. Danke. Joa. Oha. Ein Beach-Kampf. Komm doch mal her, lasst uns ein bisschen Spaß mit unseren Pokémon haben. Oha. Oh, was ist denn das für eine Smarmite? Schwimmern, Iltje, froh, dass du dich heraus.
Nika Dika, würde ich sagen. Ja. Hübsche Lady. Nicht so hübsches Pokémon. Ein herzförmiges Pokémon und eine hübsche Lady. Letztens war Valentinstag, vor ein paar Tagen und Wochen. Keine Ahnung, wann lade ich das hier hoch. Und ja, das ist eine Vorproduktion. Ein bisschen. Okay. Das lasse ich mal als nicht sehr effektiv gelten. Ja, ich weiß, es ist idiotisch, aber los, John. Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Ich traue das John mittlerweile zu. Der ist so stark. Der kriegt das auch noch hin. Dank Lariat ist außerdem keine Feuerattacke, würde ich sagen, aber schützt sich selbst. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, was das für eine OP-Attacke ist. Mamolida heißt das übrigens. Das könnt ihr nicht sehen, sehe ich hier im Display. Ich habe es mal wieder so lustig eingestellt, dass ihr es nicht sehen könnt. Ja, das sollte hier ein winzig kleines bisschen dauern. Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon, das dauert immer ein bisschen länger. Aber jetzt dürfte man gleich fertig sein. Entweder er oder ich. Ja, er ist fertig. Gemacht worden von mir. Und ich bin fertig mit ihm. Zack. Ein neues Level für Lea. Och, lass mal behalten. Brauch Verhöhner nicht. Robin will Weckruf. Nö, gibt's heute nicht. Money erreicht Level. Synthese. Nee, heute gibt's keine Attacken. Ach man, sei doch nicht so grob. So ist der ganze Spaß gleich wieder vorbei. Tut mir leid, Milady. Ich hab was anderes zu tun. Oh, ein Schwimmer. Ein hotter Schwimmer. Sorry, aber ich stehe leider nicht so auf Jungs. Ich muss weiter. Ich werde jetzt nicht mit dir kämpfen. Mit dir auch nicht. Au, ein weiteres Pokémon. Ein Elekid. Den kannst du in der Strom... Den kannst du in der Steckdose stecken. Eine amerikanische. Eine deutsche passt da nicht. Aber eine amerikanische. Mit einem Adapter passt Elekid auch in eine deutsche Steckdose. Och, Sackgasse, so ein Mist. So, Route 13. Eine Oase vor der Wüste. Okay. Und hier geht's natürlich storymäßig weiter. Hey, Zwergfürst! Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, seine neue Maschine zu testen, mit der man Herrscher-Pokémon andocken kann. Kommt mir bekannt vor. Also haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Klasse. Ob wir dadurch auch ein bisschen stärker geworden sind? Aber du bist ja sowieso ein echt Top-Trainer. Und deshalb schenke ich dir das hier. Du erhältst das Item Top-Trank. Das ist doch bestimmt der Auftakt zu einem Kampf. Mit Gladio. Sprecht ruhig noch etwas lauter, damit ich euch alle auf der Insel gut hören kann. Oha, wo kommt der denn her? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Kursmuck.
Wisst ihr irgendwas darüber? Ich weiß, ich habe den bestimmt schon in 3 verschiedenen Arten gesprochen, aber gut. Es ist auch immer eine Ewigkeit Abstand zwischen den Folgen. Deshalb, ich vergesse das immer, wie ich den im letzten Punkt gesprochen habe. Was? Wir verraten dir gar nichts. Ihr wisst also was? Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Falle könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was könnten wir dagegen tun? Beschützt es kostet zwar, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für den Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Aber ich trätet gut daran, auf meinen Rat zu hören. Beschützt Cosmog um jeden Preis. Naja, ich besitze zwar kein Cosmog, aber danke für den Tipp. Obwohl ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Tadi kratzt auf jeden Fall in meiner im Hals, den zu sprechen. Zwergenfürst, was passiert mit Lili, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lili und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auf zur nächsten Prüfung. Tadi, du hast aber verdammt viel Text. Ich will dich ja nicht beleidigen, aber könntest du dich ein bisschen kurz fassen? Ist heute nicht der perfekte Tag dafür. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselwanderschaft abzuschließen, um eines Tages von Kaporiki als Inselkönig anerkannt zu werden. Und wenn es so weit ist, will ich dafür sorgen, dass alle bei Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns, Zwergfürst. Auf uns? Ja, wohl eher auf mich. Von dir kann ja wohl keine Rede sein. Du bist ja nicht so sehr effektiver Trainer. Kann es sein, dass du immer in so einem Hotel hier übernachtest, der Gladio? Wir finden ihn immer in so einem Hotel und hier ist immer die Rezeption. Das Pokémon im Gästezimmer wartet schon eine halbe Ewigkeit auf seinen Trainer. Was? Hat der sein Pokémon dort alleine gelassen? Was zum Henker? Merlusi! Okay. Ich sehe hier keinen Trainer. Und verweist das Pokémon? Nee, verweist würde ja heißen, och, es guckt fern. Ja, ein verweist würde heißen, dass der Trainer gestorben ist. Hat ihn einfach ausgesetzt. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir, mein Kleiner? Ich kann dich nicht ins Team nehmen. Tut mir leid. Ja. Ich muss aber weiter. Keine Zeit, um uns mit Verlusi aufzuhalten. Oh, und ein weiterer Zyganewürfel. Gibt es auch mal ziemlich viele davon. Und ein weiteres Item. Findest das Item Mondstein. Mondstein wurde in der Itemstasche verstaut. Ich hätte lieber einen Sonnenstein. Ist ja schließlich Pokémon Sonne. Und ein weiterer Zygarde. Lebensform. Wie viel wir in den letzten Minuten geholt haben. Und hier ist ein weiteres Item. Hier regnet scheinbar Items. Oh, hier können wir angeln. Fangen wir uns ein Carpador. Es beißt einfach nichts an. Ja gut, soll ich nochmal angeln? Ich warte mal ein bisschen. Oh, dabei ist was an. Ein Lusardin wild erscheint. Ach, das Lusardin. Das kennen wir auch was, ne? Eine Inselprüfung.
Nee, danke, ich will ein Carpado. Meine Stimme geht sterben. Da schreit es nach Beendigung des Parts. Es beißt nichts an. Okay. Halt den Part aus. Stimme. Das scheint ein Campingplatz zu sein. Und das scheint Team Skull zu sein. Suchst du Stress, oder was? Ich stehe hier auf voll der Abwache. Okay, da werden wir jetzt also nicht reingehen. Da campt Team Skull scheinbar. Was mit dir? Irgendwas beobachtet mich. Da bin ich mir sicher. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ja, ich fühle mich auch irgendwie beobachtet. Aber gut, ich habe auch keinen Plan, woher ich mich beobachtet fühlen könnte. Naja, ich würde mal sagen, ich beende diesen Part auch direkt hier und sage, ja, hier geht es scheinbar weiter zur nächsten Inselprüfung oder zu irgendeiner Aktion. Jedenfalls scheint sich hier Team Skull rum zu treiben. Das untersuchen wir im nächsten Part. Bis dahin eine angenehme, fröstliche Zeit euch. Ich hoffe, meine Stimme erholt sich wieder. Und bis zum nächsten Part. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Verpasst ja nicht den nächsten Part. Abonniert meinen Channel, wenn ihr neu seid und gar kein weiteres Video verpassen wollt. Und ja, dann schauen wir uns hier bei dem Skull-Typen hier im Wohnwagen als allererstes im nächsten Part um. Und dann, ja, dann hoffe ich, ihr wurdet ein bisschen unterhalten und habt noch eine angenehme Zeit. Gehabt euch wohl, haut rinne!